Letzte Woche der Hauptrunde, Do-or-Die-Spiel im Norden. Der Gewinner geht in die Playoffs, der Verlierer ist raus. Bonn-Rhöndorf gegen Paderborn wird euch präsentiert von bballprocoach.de. Und wir starten gleich ins Spiel. Alan Boger bekommt oben den Ball, spielt das Pick and Roll und versenkt den Dreier zum Auftakt. Er kommt am Ende auf 17 Punkte. Auf der anderen Seite ist es Kostja Muschidi. Er holt sich hinten den Rebound, geht Coast to Coast und legt den Ball mit Pass über den Kopf auf Robin Wagner ab. Aber das bessere Ende im ersten Viertel hat Paderborn. Noah Krüger mit dem Buzzerbeater für eine knappe 3-Punkt-Führung nach den ersten 10 Minuten. Im zweiten Viertel dreht dann Till Pape auf. Erst verwandelt er den Wurf von außen, dann bekommt er den schönen Durchstecker von Moritz Hübner und zu guter Letzt gibt er noch den schönen Pass auf Yannick Meinberg unter dem Korb. Pape macht an diesem Tag das beste Spiel für die Gäste. Die Challenge nimmt David Falkenstein für Bonn an. Er scoret 8 seiner 15 Punkte im zweiten Viertel und hält somit dagegen. Erst mit dem Dreier übers Brett, dann der End-One und abschließend noch der Pass auf Alex Angerer. Dann schalten sich noch zwei andere bei Bonn ein. Carl Cater mit dem Steal und dem einhändigen Dunk auf der anderen Seite. Kostja Muschidi schnappt sich wieder den Ball, geht wieder Coast to Coast und schließt diesmal selbst ab. Inklusive Bonusfreiwurf. Zu guter Letzt holt er sich dann hinten noch den Steal und, naja, zwei Punkte sind es auch so. Bonn führt zur Halbzeit mit 8. Diese 8 Punkte macht Till Pape aber ganz schnell zunichte. Erst der Slip zum Korb und der einfache Layup. Und dann klingelt's zweimal von außen. Bang bang. Er kommt am Ende auf starke 22 Punkte und 12 Rebounds. Ausgleich. Bedeutet, wer das letzte Viertel gewinnt, ist weiter. Der andere ist raus. Diese Entscheidung wird dann ganz schnell getroffen. Bonn geht auf einen 16:0 Lauf in den ersten 5 Minuten. Angefangen mit Kostja Muschidi. Diesmal ist das definitiv ein Dank. Den schauen wir uns gleich nochmal an. Der Grund für den Run ist auch der Einsatz von Bonn. Sie kämpfen um jeden Ball. Hier schließt Igor Uzelak mit schönem Up and Under ab. Er kommt am Ende auf 8 Punkte. Das Ende der Hauptrunde in der NBBL, in dem Spiel bleibt aber Kostja Muschidi vorbehalten. Er zieht es zum Korb und schließt mit dem Layup ab und verwandelt dann noch den Dreier mit Ablauf der 24 Sekunden. 22 Punkte, 14 Rebounds und 3 Blocks hat er am Ende. So gewinnt Bonn letztlich deutlich mit 83:62 zu Hause gegen Paderborn und geht in die Playoffs.